Das Salzart-Festival feiert 20 Jahre Jubiläum. Auch heuer gibt es bei diesem erfolgreichen Musikfest eine Reihe von Gusto-Stückerln aus den Bereichen Blues, Schlager oder unterhaltsame Klassik. Zuletzt hat sich Dirigent und Festivalleiter Reinhold Wieser ein herausragendes Werk des Barock vorgenommen, und zwar die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Mein Kollege Matthias Jandl hat sich unter die Konzertbesucher in der Pfarrkirche Arnsdorf gemischt und das Konzert für Sie besucht. In der Natur haben viele Musiker inspiriert. Die berühmtesten Jahreszeiten sind zweifellos Le Quattro Stagioni des italienischen Komponisten Antonio Lucio Vivaldi. Vivaldi war ein sehr guter Beobachter. Er hat seine Schaffen oft versucht zu gestalten, dass es beschreibt verschiedene Dinge. Vermutlich auch hat er selbst komponiert Gedichte, Sonette, wo das Ganze musikalisch beschrieben ist. Also beim Frühling ist das Natur, einfach in der Natur Vögel, Gesang. Beim Sommer schreckliche Gewitter, Donner und Furcht vor Natur, der damals für die Menschen sehr, sehr groß sein musste. Herbst ist wieder dagegen Freude, Jagd und Trinken, Saufen. Und im Winter ist beschrieben eine ganz unheimliche Szene, wie man auf die Schlittschuhe über ein Eis, gefrorene Eis fährt. Und das wird symbolisiert durch lange Orgelton, gespielt von Kontrabass und Streicher. Schon besonders. Ich habe auch mit meinen Musikern, mit meinen Kollegen sehr lange nicht mehr zusammengespielt, jetzt wieder in den letzten Wochen. Und das hat mich besonders gefreut und besonders auch diese Musik Vivaldi, dass ich das wieder spielen durfte. Marcin Osiak, Solo-Violinist mit dem Ensemble Kisch. Spielen beim Salzart-Festival in der Wallfahrtskirche Maria in Mösel Vivaldis vier Jahreszeiten. Ein musikalisches Erlebnis an einem besonderen Ort.